Mittlerweile sind die Shortlists für die Oscars bekannt gegeben worden. Diese Shortlists werden für 9 der insgesamt 24 Oscar-Kategorien erstellt und darauf stehen jeweils 10 oder 15 Filme, von denen dann am 15. März, jeweils pro Kategorie, 5 final für den Oscar nominiert werden. Eine dieser Kategorien ist zum Beispiel bester internationaler Film. Deutschland hatte für diese Kategorie den Film Und morgen die ganze Welt eingereicht, der die Frage behandelt, wie weit Widerstand gegen rechts gehen darf. Der Film hat es leider nicht in die Vorauswahl geschafft und kann somit auch nicht für den Oscar nominiert werden. Ähnlich wie bei den Golden Globes zeichnet sich ab, dass der Film Mank als einer der ganz großen Favoriten ins Oscar-Rennen gehen könnte, denn er steht 3-mal auf der Vorauswahlliste. Für beste visuelle Effekte, für Make-up und Haarstyling und für die beste Filmmusik. Auch Tenet von Christopher Nolan steht 2-mal auf der Vorauswahlliste, ebenfalls für beste Filmmusik und beste visuelle Effekte. Und für mich ist er in beiden Kategorien vorn und ich glaube auch, dass er in den technischen Kategorien der große Abräumer bei den Oscars werden wird.